Hi zum Aussteigerkanal. Heute gibt es mal ein spontanes Video von mir. Leider regnet es und ihr habt die Scheibenwischer in meinem Blick. Aber es geht um eine Straße hier, die sehr schlecht ist und die einfach renovierungsbedürftig ist schon seit Jahren. Die Löcher werden immer größer und wenn man da wirklich mit 40 in so ein Loch fährt, dann ist es, glaube ich, schon scheiße. Ne? Deswegen, die Gemeinde kümmert sich nicht darum. Jetzt hat sich irgendjemand tatsächlich privat Zeit genommen, in jedes Loch, oder nicht in jedes, aber sagen wir in jedes zweite Loch, weil das war richtig Arbeit. Die Straße, die hat bestimmt 5 Kilometer und das ist die ganze Straße entlang. Hat er eben solche Dinge ausgegraben von der Seite der Straße und in die Löcher gelegt, weil er jetzt zur Gemeinde gehen kann und sagen kann, hier, da wächst schon das Gras aus den Löchern, kommen Sie mal das reparieren. Und das ist einfach so ein, ich wollte euch das einfach mal zeigen, was hier abgeht. Ich denke, das gehört auch dazu, dass man weiß, was hier so passiert. Und das finde ich ganz witzig, ja. Also ihr seht, da hat sich einer richtig Mühe gemacht. Und stellt euch das jetzt vor, zwischen 3 und 5 Kilometer lang, ja. Und ihr seht ja vielleicht auch die Tiefe der Löcher, die sind ja auch schon wieder Löcher. Ne, also wächst schon das Gras raus. Ich meine, das könnte wirklich rauswachsen, weil darunter kommt schon die Erde raus. Ne? Es ist auch so, dass Straßen werden natürlich in einem bestimmten Schema gebaut. Das heißt, die haben irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht zwischen 5 und 10 verschiedene Belege, die unter dem Teer sind. Und die muss man natürlich einhalten. Und hier gibt es natürlich auch Korruption und lässt man halt den einen oder anderen Belag weg. Damit hält die Straße nicht mehr so lang und die Differenz steckt man sich in die eigene Tasche. Ne? Also, ich habe ja auch mal in Griechenland gelebt, da haben sie es auch so gemacht und dann wird es hier auch so sein. Ne? Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also, ihr seht, hier wird es immer schlimmer. Ja, das ist Gesprächszimmer Nummer 1 heute, dieses Zeug hier, weil das ist ja noch nie da gewesen. Und hier sind wirklich große Löcher in der Straße. Sodass man halt seine Karre zu Schrott fährt, ne? Eigentlich. Und ja, das ist so quasi, boah, hier sind auch mega Löcher, boah, wo fahre ich denn jetzt lang? Hier. Also, sowas passiert in Portugal. Man will, dass die Straße repariert wird. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, aber so geht es jetzt ewig weiter. Naja, sowas wollte ich euch auch mal zeigen. Also, vielleicht hat es ja Spaß gemacht. Tschüss!